Moin und herzlich willkommen zum Weihnachtslieder-Bücher-Tag. Zu diesem Tag wurde ich, glaube ich, nicht nominiert oder ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hatte ich einfach Lust, den mitzumachen, weil ich noch ein weihnachtliches Video auf jeden Fall vor Weihnachten drehen wollte und weil der so unglaublich gut passte vom Thema. Denn es geht zum einen natürlich, wie der Name schon sagt, um Weihnachtslieder und passend dazu soll man eben Bücher raussuchen. Aber es hat so ein bisschen etwas wie einen kleinen, ja, Jahresrückblick, so sind die Fragen gestellt. Und ich bin jetzt schon mittlerweile dabei, mir so meine Top-Liste zusammenzustellen aus dem Jahr 2019, also meine Highlights, meine Bücher-Highlights zusammenzukramen. Aber es gibt halt auch Bücher, die jetzt nicht unbedingt ein großes Highlight für mich waren, kein Fünf-Sterne-Buch oder über 4 Sterne, was es für mich zum Highlight macht, sondern es gibt halt Bücher, die aus anderen Gründen sehr rausstechen. Und deswegen fand ich es gerade jetzt klasse bei diesem Tag. Da sind so ein paar Fragen, die ich gerne beantwortet habe mit Büchern, weil die jetzt nicht unbedingt in die Highlights gekommen wären, aber die eben ja aus anderen Gründen erwähnenswert sind. Und ja, es hat super gepasst und jetzt zum Ende des Jahres, also wir leiten schon mal so ein bisschen ja die Rückblicke ein und das macht natürlich immer unglaublich viel Spaß, darüber nachzudenken, noch mal Revue passieren zu lassen, was hat man so gelesen. Und ja, es bringt mir sehr viel Spaß, auch über die Bücher dann zu sprechen nochmal, sich daran zu erinnern. Und ich liebe auch, die Videos bei anderen zu schauen. Wir wollen jetzt anfangen. Ich habe mir hier die Fragen bzw. die Aufgaben zu diesem Weihnachtsliedertag aufgeschrieben oder ausgedruckt und jeweils dann auch die Bücher daraus gesucht. Und wir fangen an, es sind, glaube ich, ja, es sind 14 Aufgaben. Wir fangen an mit Nummer 1. O Tannenbaum, er piekst und nadelt. Über welches Buch hast du dich dieses Jahr geärgert? Ich bin jemand, ich rede nicht so gerne über meine Flops, deswegen mache ich jetzt auch keine Flop 10 am Ende des Jahres, weil ich rede zwar gerne im Lesemonat nochmal drüber und erzähle euch gerne, warum mir dieses Buch nicht gut gefallen hat, aber dann ist eigentlich auch gut, dann vergesse ich auch vieles davon und ich rede lieber über Bücher, die mir Spaß gemacht haben und die mir gefallen haben, die mich irgendwie fasziniert haben. Aber dennoch möchte ich natürlich euch hier eine Antwort geben. Mich haben in diesem Jahr ja leider ziemlich viele Fantasy-Titel, die sehr vielversprechend klangen, enttäuscht. Da war zum Beispiel Der Atem einer anderen Welt oder Die Töchter von Ilian, um da mal so zwei zu nennen, die haben mich enttäuscht und auch geärgert, weil ich eben gerne wollte, dass die mir gefallen, weil die sich wirklich gut angehört haben. Also die Ideen waren gut. Dann habe ich auch noch einen Titel aufgeschrieben, und zwar ist das Für jede Lösung ein Problem von Kerstin Gier. Auch das hat mich geärgert, weil ich mich da so drauf gefreut habe. Die Idee fand ich toll. Es war mal ja, ein romantisches, lustiges Buch, was ich mir mal zu Gemüte führen wollte. Und es war auch eine wunderschöne Ausgabe, die ich hatte. Es ging um eine Frau, die es nicht so einfach hatte im Leben und irgendwie alles schief geht auf einmal und sie möchte sich umbringen und sie schreibt Abschiedsbriefe, aber es geht alles schief und sie bringt sich dann doch nicht um, aber die Briefe sind alle abgeschickt und ja, es klingt irgendwie skurril und lustig, aber ich habe mich nur über die Protagonisten, über die Figuren da drin aufgeregt. Ich wollte das Buch schütteln. Ja, die Bücher sind halt jetzt auch schon alle aussortiert. Ja, Kerstin Gier ist eigentlich eine Autorin, die ich sehr mag und sehr schätze, weil sie eben so liebevolle Charaktere erschafft und unglaublich humorvoll schreiben kann. Aber in diesem Buch hat mich das nicht erreicht, leider. Und ja, die Fantasy-Bücher, ja, aus verschiedensten Gründen. Ich habe die Fantasy-Bücher auch beide rezensiert. Also ich werde das unten in der Infobox verlinken. Wenn ihr genauer wissen wollt, was mich daran gestört hat und ein bisschen mehr zum Inhalt wissen wollt, dann schaut da gerne vorbei. Und ich glaube, Kerstin Giers Buch habe ich nicht einzeln rezensiert, aber im Lesemonat. Ja, schade. Die sind also ausgezogen und kann ich euch also so jetzt nicht mehr in die Kamera halten. So, ich glaube, jetzt ist aber auch gut mit blöden Büchern. Jetzt kommen wir hauptsächlich zu tollen Büchern. Zweitens, Stille Nacht. Ein ruhiges Buch, das dir dieses Jahr gut gefallen hat.
Und ja, da war ich sehr froh, weil ich wusste nicht so ganz, ob ich das in meine Highlights mitnehmen sollte oder ob das dafür nicht gereicht hat. Und als ich dann diese Frage gesehen habe, dachte ich, da passt das doch total perfekt. Und zwar ist das Tief im Wald von Peter Nell van Aarsdale. Das ist noch gar nicht so lang her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube, im letzten oder vorletzten Lesemonat habe ich euch das vorgestellt. Und ja. Ich mag atmosphärische Bücher, ich mag fantastische Bücher, die im Wald spielen. Und das ist hier eben unter anderem auch der Fall. Hier geht es um ein Mädchen und in ihrem Dorf kommen seltsame Gestalten, die Seelenfresserinnen, und die saugen von allen Erwachsenen die Seelen aus. Nur die Kinder bleiben übrig. Und unsere Protagonistin ist den Seelenfresserinnen über den Weg gelaufen. Sie haben sie aber verschont. Und sie werden jetzt nun in das Nachbardorf gebracht und müssen dort, ja, damit sie dort ein neues Zuhause finden, aber auch etwas leisten. Sie müssen jetzt jede Nacht Wache schieben und werden dort nicht gerade toll behandelt. Unsere Protagonistin ist etwas Besonderes, sie ist ein bisschen speziell und ja, sie hat irgendetwas, was sie mit diesen Seelenfresserinnen verbindet. Und das arbeitet in ihr. Wir lernen sie kennen, als sie, ich glaube, 6 Jahre ist und dann so nach und nach aufwächst, und ihre Gedanken kriegen wir mit, wie sie halt die Seelenfresserin immer mal wieder begegnet und das Biest, was in den Wäldern hausen soll und auch das Üble ist. Es geht viel um Gut und um böse Gedanken, um Schuld und eben auch so ein bisschen um Selbstfindung. Und das Besondere ist eben auch die Atmosphäre hier drin, die ich echt toll fand. Und eben diese Selbstfindung, dieses Philosophische hier mit drin, hat das Ganze zu etwas Besonderem gemacht. Und deswegen finde ich toll, dass diese Frage hier in diesem Text dran kam, denn hier passt das auf jeden Fall sehr gut, weil hier Action findet man hier nicht und das würde auch hier nicht passen. Und trotzdem ist das spannend und hält einen bei Laune und bringt Spaß zu lesen, gerade diese ruhigen, atmosphärischen, spannenden Stellen. Kommen wir zur nächsten Aufgabe, zur nächsten Frage. O du Fröhliche, welches Buch hat dich dieses Jahr so richtig zum Lachen gebracht? Ich lese ja jetzt nicht so oft humorvolle Bücher, aber ein Buch kann ich euch auch in die Kamera halten. Und zwar ist das Jack der Monsterschreck und die Zombie-Apokalypse von Max Brellier und Douglas Holgate. Das ist ein Comic-Roman, also eine Mischung aus Comic und Roman, auch für eine jüngere Generation eigentlich, für eine jüngere Zielgruppe. Aber ich habe das auf der Bahnfahrt gelesen und es hat mich sehr gut unterhalten. Es hatte sehr viel Slapstick-Momente und die Bilder, Sprechblasen und der Text haben sehr gut ineinander gegriffen und haben sehr viel Komik hervorgerufen. Es geht hier eben um einen jungen Mann, ja, der eben diese Zombie-Apokalypse überlebt. Er ist ein Waisenjunge und er schlägt sich jetzt nun so durch. Er wohnt dann in einem Baumhaus, was er ausgerüstet hat mit ja, Abwehr. Und aber auch ja, überlebenswichtigen Dingen, wie auch seine Spielkonsole. Er ist eben auch Nerd und er möchte sich jetzt zu seinem besten Freund durchschlagen und er macht sich auch verschiedene Aufgaben, verschiedene Abzeichen, die er für sich selbst erringen kann, wenn er zum Beispiel ein Selfie mit einem Zombie zusammen macht. Oder wenn er 5 Zombies die Hüte wegschnappt oder 50 unterschiedliche verlassene Häuser erforscht, aber sein größtes Ziel ist, eine Jungfrau in Nöten zu retten, und zwar eine ganz besondere, dass die vielleicht gar nicht gerettet werden muss, weil sie selber sehr tough ist. Das muss er erst lernen. Also er möchte sehr gerne ein Superheld sein, ist aber auch teilweise ein Antiheld, und das macht ihn gerade sehr sympathisch, dieser Sprücheklopfer, der er ist. Das macht es auch eben so humorvoll. Also eine gewisse Ironie ist auch dabei. Es ist der erste Teil einer Comicreihe und ich kann es allen empfehlen, die mal eben etwas Lustiges, Actionreiches, Zombie-mäßiges lesen wollen. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial auch für die nächsten Bände dabei. So, viertens, alle Jahre wieder. Gibt es ein Buch, das du häufiger oder vielleicht sogar regelmäßig liest? Davon gibt es unglaublich viele.
Und da wusste ich gar nicht, was ich euch zeigen sollte. Deswegen nenne ich jetzt einfach nur ein paar. Natürlich Harry Potter, auch dieses Jahr wieder, gerade durch die illustrierten Bände, wollte ich wieder von vorne anfangen. Und das lese ich regelmäßig, in regelmäßigen Abständen kann man jetzt nicht sagen, aber ich will es immer wieder lesen. Ich habe es mir irgendwann mal vorgenommen, einmal pro Jahr, aber das schaffe ich nicht. Es gibt einfach zu viele andere Bücher, vor allem auch viele andere Bücher, die ich nochmal lesen möchte. Aber dieses Jahr habe ich auch zum Beispiel den Dämonenzyklus nochmal angefangen. Auch den werde ich euch jetzt nicht in die Kamera halten, weil ich den jetzt euch schon so oft in die Kamera gehalten habe und schon so oft erklärt habe, worum es geht. Außerdem werde ich zu diesem Thema, also Bücher nochmal lesen, Bücher rereaden, nochmal ein extra Video machen, einmal einen Rückblick 2019 und mein Vorhaben 2020, Bücher ich da lesen möchte. Also sozusagen Fazit und ein Vorausblick. Und ja, deswegen verweise ich einfach mal darauf, denn da gibt es so viele. Und konnte ich mich einfach nicht entscheiden, aber das sind zum Beispiel Sachen, die ich beide dieses Jahr gelesen habe, also Harry Potter und den Dämonenzyklus. Fünftens, morgen kommt der Weihnachtsmann. Auf welche Veröffentlichung, Ankündigung hast du dich dieses Jahr besonders gefreut? Auch da gab es einige, habe ich mal durchgeguckt. Da gab es zum Beispiel Erebus 2, auf das ich mich unglaublich gefreut habe und das ich auch gelesen habe. Dann gab es natürlich auch die Harry Potter illustrierte Edition vom vierten Band, also vom Feuerkelch. Und auch der Bücherdrache von Walter Mörs, auf den habe ich mich auch sehr gefreut. Was Neues aus der Feder von Walter Mörs, da muss man sich ja mal drauf stürzen, weil das ja eher selten ist. Und ich hoffe, dass er bald mal wieder einen richtigen Roman rausbringt, nicht immer nur diese kurzen Kurzgeschichten, die einen natürlich so ein bisschen über Wasser halten, aber nicht das gleiche sind wie eben richtige Zamonien-Romane. Die sind ja auch meistens ein bisschen fetter. So, sechstens, Schneeflöckchen, Weißröckchen, das romantischste Buch des Jahres. Nicht unbedingt mein Genre, romantische Bücher oder ja, Liebesromane, aber ich habe eins gefunden, was auf jeden Fall romantisch ist, und zwar ist das Die Schöne und das Biest von Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Ja, aus dieser wunderschönen Koppenrad-Ausgabe von Mina Lima illustriert und gestaltet. Ich war sehr gespannt, wie Die Schöne und das Biest im Original ist. Ich kenne ja nur die Disney-Version und muss letztendlich auch sagen, dass mir die Disney-Version auch immer noch besser gefällt. Also gibt viele Sachen, die ich hier so ein bisschen vermisst habe und die ich hier so ein bisschen, ja, langatmig fand und ein bisschen trocken. Aber die Illustrationen haben das Ganze natürlich wieder aufregender gemacht, was man hier alles erleben konnte. Und trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt mal ja das Original sozusagen kenne von Die Schöne und das Biest. Und das ist natürlich auch eine romantische, märchenhafte Geschichte zwischen dem Biest und der Schönen. So, was haben wir als nächstes? Siebtens, morgen, Kinder, wird's was geben. Welches Buch hat dich dieses Jahr so richtig überrascht? Eine weitere Neuerscheinung, auf die ich mich in diesem Jahr wirklich sehr gefreut habe, aber auch sehr skeptisch war, denn es handelt sich dabei um Kurzgeschichten aus einem Universum von einer Reihe, die ich sehr liebe, und zwar ist das Eragon von Christopher Paolini. Er hat immer wieder angekündigt, dass er irgendwann in dieses Reich zurückkehren wird und dazu etwas Neues schreiben wird. Da war ich natürlich sehr, sehr erpicht drauf, das zu erfahren und zu lesen. Ich war dann allerdings erst ein bisschen enttäuscht, dass es sich dabei nur um Kurzgeschichten handelt. Ich hätte lieber eine neue Romanreihe gehabt. Ich musste es natürlich aber dennoch lesen. Ich habe es euch auch rezensiert. Und zwar ist es Die Gabel, die Hexe und der Wurm. Geschichten aus Alagesia, Band 1, Eragon. Ich finde das Cover zum einen leider überhaupt gar nicht hübsch und zum anderen war ich eben wieder, wie gesagt, skeptisch wegen der Kurzgeschichten, aber war dann doch sehr überrascht, wie sehr es mich unterhalten konnte und dass es doch eine sehr, sehr runde und abgeschlossene Sache ergeben hat. Denn wir haben nicht bloß Kurzgeschichten, die sich aneinanderreihen, sondern wir haben zum einen eine Rahmenhandlung. Wir treffen hier auf Eragon nach dem Ende des vierten Bandes, das ich eh ziemlich unbefriedigend fand, war es sehr schön, Eragon wiederzutreffen und zu erkennen, was macht er denn jetzt, was sind seine Aufgaben, wie kommt er damit klar.
Und eben in dieser Rahmenhandlung werden ihm drei Geschichten erzählt und die finden wir hier wieder. Und er lernt daraus, er zieht daraus seine eigenen Schlüsse und es gibt eben auch verschiedene Querverweise auf Personen, die wir kennen und auf Ereignisse, auf Lücken, die vielleicht in der Reihe aufgetreten sind, die hier gefüllt werden. Also wir bekommen hier auf jeden Fall etwas geboten, was wir noch nicht kennen und was sich gut an die Reihe anschließt. Deswegen war ich durchaus überrascht und erfreut, dass mich das ja, so unterhalten konnte und mir einiges gegeben hat, was mir vielleicht am Ende der Reihe gefehlt hat. Ich hoffe dennoch natürlich irgendwann auf eine neue Reihe, aber ich glaube, dass erstmal diese Kurzgeschichten weitergeführt werden, weil hier steht ja Band 1 Eragon. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht nochmal in einer anderen Rahmenhandlung andere Figuren treffen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ein Buch, was mich positiv überrascht hat. Achtens, Süßer, die Glocken nie klingen. Hast du dieses Jahr ein Buch gelesen, in dem Musik eine Rolle spielte? Welches? Und wenn nein, warum nicht? Ich habe meinen gesamten Buch der Bücher durchforstet, wo ich aufgeschrieben habe, welche Bücher ich gelesen habe im Jahr 2019. Und da war nichts dabei, was wirklich einen großen Bezug mit Musik hatte, auch irgendwie nicht im Entfernten oder so, dass man das symbolisch sehen konnte. Leider habe ich da tatsächlich nichts gefunden. Ja, und warum nicht? Weil ich jetzt nicht extra nach Büchern suche, die von Musik handeln. Ich habe nichts gegen Musik, ich mag Musik und finde es schön, wenn irgendwelche Playlists drin vorkommen, die man sich dann anhören kann oder bestimmte Lieder. Oder wenn Magie mit Musik zusammenwirkt, finde ich ganz toll. Da gibt es einige Bücher, die auch noch auf meiner Wunschliste stehen. Aber ja, ist jetzt nichts, kann ich euch leider nichts zeigen. Neuntens, Klingglöckchen, dein Hörbuch des Jahres. Da habe ich mich besonders gefreut, dass diese Frage hier drin vorkommt in dem Tag, denn ich habe zwei Hörhighlights in 2019 und das eine wollte ich auf jeden Fall in meine Highlights für 2019 mit reinpacken und das andere kann ich jetzt hier nennen und zwar ist das Ghost Sitter von Tomi Krabweis. Eine Hörspielproduktion, die in verschiedenen Staffeln rausgebracht wird. Ich habe jetzt Staffel 1 und 2 gehört. Es gab sie auch als Bücher oder gibt sie auch als Bücher. Ich weiß nicht, ob sie neuwertig zu erstehen sind, aber die Hörspielreihe ist jetzt relativ neu produziert mit bekannten Stimmen, darunter Christoph Maria Herbst, Wigald Boning und Hugo Egon Balder und noch ganz viele andere tolle Sprecher, die das unglaublich machen. Es ist sehr actionreich, es ist sehr humorvoll und auch gruselig. Also es ist eine Gruselkomödie für Kinder, ich weiß nicht, ab 8 oder ab 10 Jahren und auch Erwachsene, die sich das gerne anhören möchten. Also ich habe mich der sehr unterhalten gefühlt, denn die Charaktere sind liebevoll ausgearbeitet. Es gibt immer wieder Slapstick, es gibt immer wieder Insider, die aufgebaut werden und ja, eben auch gruselige Momente, die mich auch gegruselt haben. Es geht um Tom Röschenberg, der von seinem Onkel oder von seinem Großvater, von irgendjemand aus seiner Familie eine Geisterbahn vererbt bekommt. Und er muss feststellen, dass alle gruseligen Gestalten in der Geisterbahn echt sind. Ein Zombie, ein Vampir, ein Werwolf, ein Geistermädchen, eine Mumie, habe ich sie jetzt alle. Auf jeden Fall, diese ganzen Gestalten sind echt und können sich halt in dieser Geisterbahn verstecken und ihr Dasein fristen in der Wirklichkeit. Und er ist der Ghost Sitter, er muss dafür sorgen, dass das Ganze weiterläuft. Sie ziehen dann von Ort zu Ort und müssen dann verschiedene Feinde abwehren und verschiedene Flüche abwehren. Also da passiert so einiges und es bringt einfach Spaß. Es bringt einfach unglaublich viel Spaß, gerade diese Stimmen zu hören, diese ganzen Geräusche und auch die Musik, die dazu komponiert wurde. Gerade das Intro, davon habe ich irgendwie eine Dauerschleife-Ohrwurm und das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich das einfach echt grandios finde. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, der gerne Hörspiele hört und es ein bisschen lustiger und actionreicher mag. Also zum Einschlafen ist das eher nicht geeignet.
Zehntens, lasst uns froh und munter sein. Hast du dieses Jahr an Leserunden teilgenommen, mit anderen zusammen gelesen? Ja, sogar öfters. Ich habe zum einen natürlich meine Mädelsleserunde All You Can Read, der ich mich angeschlossen habe dieses Jahr. Und wir lesen ja fast jeden Monat ein Buch und das bringt wirklich viel Spaß mit den Mädels. Aber ich habe auch so Einzel-Buddy-Reads abgehalten, zum Beispiel mit der Julia vom Kanal Leseritter, aber auch mit der lieben Kali. Und da möchte ich ein Buch zeigen, weil das war, glaube ich, mein Leserunden-Highlight, was ich dieses Jahr hatte. Und auch dieses Buch wäre nicht in meinen Top 10 aufgetaucht. Und trotzdem war es für mich ein Highlight einer anderen Art. Und deswegen möchte ich euch dieses Buch jetzt hier nochmal zeigen. Und zwar ist es das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck. Ich war zum einen auf einer Lesung zu diesem Buch. Da hatte ich das Buch noch nicht gelesen und finde die Autorin unglaublich sympathisch. Und sie hat ja auch schon Runa geschrieben. Auch das habe ich gelesen. Und was ich bei ihr klasse finde, ist, dass sie unglaublich recherchiert und viel verarbeitet. Und auch hier wieder, das Thema Artisten und Zirkus ist natürlich eins, was mich sehr interessiert und fasziniert, auch in anderen Büchern. Das ist ein ordentlicher Klopper und ich habe den eben zusammen mit der lieben Kali von Kalis Books gelesen. Und das war unsere erste gemeinsame Leserunde, wo wir uns auch viel ausgetauscht haben. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen. Wir haben manchmal nur 30 Seiten am Tag gelesen und über diese uns dann ausgetauscht. Wir haben uns Zeit genommen dafür. Und weil da eben so viel zu entdecken ist in diesem Buch, war das auch toll so. Und währenddessen haben wir uns halt selbst auch besser kennengelernt, haben uns zu anderen Dingen ausgetauscht. Und ich bin so glücklich, Kali gefunden zu haben und dass wir uns nächstes Jahr auch dann auf der Buchmesse sehen werden. Und da freue ich mich einfach tierisch drauf, weil sie einfach zu einem Herzensmenschen geworden ist. Und deswegen ist das für mich auch eine besondere Leserunde gewesen, weil ich dadurch halt auch Kali besser kennengelernt habe. Aber auch das Buch war was Besonderes, auch wenn da viele Aufregermomente drin waren, besonders eine Figur, die uns beide sehr, sehr aufgeregt hat und die sehr viel Raum eingenommen hat in diesem Buch, die wir eigentlich ja doof fanden, dass sie so viel Raum eingenommen hat und viel lieber mehr andere Aspekte in den Vordergrund gebracht hätten. Aber worum geht's eigentlich? Es geht hier um Mattes. Wir treffen ihn auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Zum einen als Jugendlicher, wo er halt die ersten Berührungspunkte zu dem Jahrmarkt, zu Artisten bekommt. Und er hat es nicht einfach. Er wird sehr viel gemobbt, sowohl von außerhalb als auch innerhalb seiner Familie. Und er flieht dann irgendwann mit einem Jahrmarkt zusammen und er wird dann Röntgenkünstler. Und dann treffen wir ihn nach über 30 Jahren wieder, wo er auch als Röntgenkünstler noch arbeitet, aber dann, wo das Ganze mit dem Zweiten Weltkrieg beginnt und wir natürlich erfahren, wie das, ja, wie Artisten verschwinden und wie diese behandelt werden in diesem, ja, in dieser Zeit. Aus einer ganz anderen Perspektive wird diese Zeit beleuchtet, was super interessant, aber auch natürlich sehr erschreckend ist, das Ganze. Wir lernen auch Meta kennen, seine Lebensgefährtin. Und auch diese Beziehung zwischen den beiden ist sehr spannend, weil sie ist eine Kraftfrau und eine sehr starke Persönlichkeit, hat aber auch so ihr Päckchen zu tragen. Aber ja, auch diese Beziehung ist nicht bloß Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch so ein bisschen toxisch, gerade für Mattes, der einen sehr ans Herz wächst und den man gerne beschützen möchte, weil man ihn eben seit seiner Kindheit begleitet. Ja, und wir lernen ihn eben in verschiedenen Stadien seines Lebens kennen und er rückt nachher so in das Visier der Nazis und wie er dem entkommen kann, das erfahren wir auch hier in diesem Buch. Obwohl das Thema ja doch sehr ernst ist, gibt es unglaublich viele humorvolle Passagen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Vera Buck schreibt toll, flüssig und wir haben immer wieder diese ironischen, schwarzhumorischen Dinge hier drin und auch ganz, ganz viele historische Personen, die hier auftauchen und hat einfach Spaß gemacht, nebenher auch zu recherchieren, wer war das und was hat dieser Mensch getan und wie hat sie das hier mit eingeflochten? Unter anderem Marie Curie, Agatha Christie, aber auch Hitler bekommt hier sein Fett weg. Also, das hat sie toll gemacht.
Und deswegen wird dieses Buch auch nicht ausziehen, obwohl das letztendlich von mir, glaube ich, nur 3 oder 3,5 Sterne bekommen hat, weil es einfach zu viele Aufregermomente gab und sich in andere Richtung entwickelt hat, als die ich eigentlich gerne lesen wollte. Aber eben durch die Verbindung zu Kali, dadurch, dass ich da eine Lesung zu besucht habe, eine ganz tolle Lesung in so ein Roncalli-Café, also so ein Zirkuscafé, was toll aufgemacht war. Da hat sich der Verlag auch wirklich viel Mühe gegeben. Und da war ich zusammen mit einer Kollegin. Also mit diesem Buch verbinde ich sehr viel Schönes. Und deswegen wird das Buch auch in meinem Regal bleiben. Und vielleicht werde ich es irgendwann noch mal lesen. Ich weiß es nicht, aber ich werde auf jeden Fall Vera Buck weiterhin beobachten, was sie alles noch so schreibt. Da habe ich jetzt sehr viel drüber gesprochen, aber das war mir auf jeden Fall ein Bedürfnis und ich finde es schön, dass ich das jetzt in diesem Video unterbringen konnte, weil es mit dem Buch nicht in die Highlights gereicht hätte für 2019. 11. Ihr Kinderlein Comet, das Kinder- oder Jugendbuch des Jahres. Damit habe ich mich sehr schwer getan, weil ich so einige Jugendbücher gelesen habe, aber ich wollte jetzt gerne ein Kinderbuch zeigen. Ich zeige euch jetzt ein Kinderbuch, was ich schon mal gelesen habe in den vorigen Jahren. Also es war jetzt für mich nicht neu und es ist generell auch kein neues Buch. Es ist eher ein Klassiker, aber die Ausgabe ist neu. Und zwar wieder diese wunderschöne Ausgabe von Koppenrad von Mina Lima illustriert, Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett. Ich habe es auch in einer anderen Ausgabe hier stehen. Wie gesagt, habe ich es schon mal gelesen und da fand ich es okay. Aber jetzt, als ich es nochmal gelesen habe und diese wunderschönen Illustrationen und diese Gimmicks hier drin hatte, hier zum Beispiel das Rotkehlchen, so schön, hat es mir einfach echt gut gefallen. Diese Geschichte geht um viel, ja, um Natur, um Freundschaft, aber auch so ein bisschen um Weiterentwickeln und an sich glauben. Ja, einfach auch wieder so ein bisschen um Selbstfindung und um Entwicklung, um zwei Kinder, die sehr ungezogen sind, verzogen könnte man sagen, und sich durch die Natur Verbundenheit weiterentwickeln und glücklich werden. So ganz grob gesagt. Also geht halt um ein Mädchen, dessen Eltern sterben und sie kommt zu ihrem Onkel auf ein Anwesen mitten in der Natur und wird eigentlich so ziemlich sich selbst überlassen und sie erkundet dieses Haus und den Garten und entdeckt irgendwann auch einen geheimen Garten und darin erforscht sie ja, den möchte sie für sich als Geheimnis wahren, lernt aber noch einige andere kennen, unter anderem eben auch einen kranken Jungen, der so eingesperrt wird in seinen Raum, in sein Zimmer. Und ja, ein wirklich schönes Kinderbuch, muss ich wirklich sagen, was mir wirklich gut gefallen hat. So, was haben wir noch? 12. Leise rieselt der Schnee. Kälte, Eis und Schnee. Welches Buch hat dich dieses Jahr ordentlich frieren lassen? Ja, das kann man natürlich verschieden auslegen, entweder symbolisch. Ich habe es jetzt einfach wortwörtlich genommen. Kälte, Eis und Schnee habe ich hier in Everest von Werner Kopacka gehabt. Ich habe ja viele solcher Bücher jetzt in letzter Zeit gelesen, beziehungsweise ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber jetzt beginnt wieder die Zeit, wo ich richtig Lust darauf habe, die winterliche Zeit. Also so Bergsteiger und Abenteuerromane, die eben im ewigen Eis oder auf Bergen spielen, hier eben auf dem Mount Everest. Und der Autor, der ist eben auch ein Journalist und war bei der Himalaya-Expedition, bei der es Reinhold Messner und Peter Havelaar gelang, den Mount Everest ohne Sauerstoffmaske zu erreichen. Und ich finde, das merkt man immer, wenn die Autoren sich mit dieser Materie auskennen. Ich habe auch schon gegenteilige Beispiele gehabt, wo ich diese Atmosphäre überhaupt nicht gespürt habe. Zum Beispiel bei Jeffrey Archer mit seinem Berg der Legenden. Da kam das Feeling bei mir überhaupt nicht an. Hier kam es an. Hier treffen wir auf zwei Protagonisten. Zum einen ist das Ronny Steiner, ist ein erfahrener Bergsteiger, der jetzt wieder, ich glaube, drei neue Kunden hat, die sehr viel Geld dafür bezahlen, dass er sie dort oben raufbringt. Er hat dann natürlich sehr viel Verantwortung. Darum geht es hier auch so ein bisschen um die Verantwortung. Aber es bedeutet auch immer Prestige,
wenn man wieder jemanden erfolgreich hochgebracht hat. Und dann geht es auch noch um Albert Richter, der seinen Sohn verloren hat und für ihn gibt es nichts mehr zu verlieren und er möchte seinem Leben wieder einen Sinn geben und er möchte auf den Everest. Er hat dabei aber überhaupt nicht genug Geld und er ist deswegen illegal auf dem Weg und deswegen hat er noch mehr Nervenkitzel, als überhaupt man schon hat, wenn man auf dem Everest klettert, denn er darf sich nicht erwischen lassen. Und diese beiden, ja, Stränge kollidieren natürlich irgendwann in einem großen Drama. Das Ganze basiert nicht auf einer wahren Begebenheit, aber ich denke mal, der Autor ist durch viele wahre Begebenheiten so ein bisschen inspiriert worden und das merkt man einfach. Also es hat mir sehr gut gefallen. Allerdings hat es jetzt auch nicht so viel Besonderes. Wenn es irgendwas Wahrheitsgemäßes ist, dann packt es einen immer noch ein bisschen mehr. Aber ich kann das auf jeden Fall empfehlen, wenn man sowas gerne liest. 13. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Welches Buch sollte dieses Jahr unter jedem Weihnachtsbaum liegen? Ich finde, für jeden sollte das Buch unter Weihnachtsbaum liegen, was er sich wünscht und was ihm ein Lächeln auf dem Gesicht zaubert. Ich weiß, das ist jetzt sehr vage gehalten, aber ich finde, es gibt einfach nicht das Buch für jeden und ich finde es immer blöd, irgendjemanden etwas aufzuzwingen, was er sich gar nicht wünscht. Deswegen so vage gehalten. Ich finde es immer toll, wenn man Bücher verschenkt und ich finde es immer schön, wenn Bücher unter dem Weihnachtsbaum liegen, ob für mich oder für andere. Ist immer klasse, aber es sollte natürlich auch immer auf diese Person zugeschnitten sein. Ich bin einfach nochmal alle meine Bücher durchgegangen, die ich dieses Jahr gelesen habe. Man könnte natürlich Harry Potter sagen, aber selbst da, es gibt auch Leute, die mögen Harry Potter nicht und das muss man akzeptieren, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann, weil man selber ein großer Fan ist. Aber ich finde, deswegen ja, sollten es auch verschiedene Bücher sein dürfen und deswegen bleibe ich jetzt so vage. Und 14. ist jetzt nur noch fröhliche Weihnacht überall. Es darf, soll plattformübergreifend getaggt werden. Wer soll es sein? Ich bin jetzt so kurz vor Weihnachten dran, dass ich jetzt niemanden mehr taggen möchte. Ich möchte allen da draußen sagen, wenn ihr noch Lust habt, bei diesem Tag mitzumachen, ganz kurzfristig, dann macht das gerne. Oder wenn es auch nach Weihnachten ist, so ein paar Tage danach, ist man ja noch in Weihnachtsstimmung. Da kann man den Tag bestimmt auch noch hochladen. Aber weil es eben jetzt so kurzfristig ist, möchte ich jetzt niemanden mehr taggen. Außer vielleicht euch da draußen, die dieses Video schauen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr auf diese Fragen, auf diese Antworten, auf diese Aufgaben geantwortet hättet. Das interessiert mich natürlich immer sehr. Auch was ihr zu den Büchern sagt, die ich jetzt gezeigt habe. Das war schon mal so ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2019, so ein kleiner Schritt in die erste Richtung für diese ganzen Rückblick-Videos. Es kommt natürlich jetzt noch ein Highlight-Video irgendwann für 2019. Da freue ich mich auch schon drauf, aber das mache ich jetzt noch nicht, weil so ein paar Tage haben wir ja noch und da können ja noch so ein paar Highlights dazwischen sein, die ich dann noch lesen werde. Also da wird wahrscheinlich dieses Video erst so Anfang Januar dann online kommen und wie gesagt, es wird noch ein Video dazu geben. Über meine Rereads, also meine Bücher, die ich nochmal gelesen habe, was ich mir vorgenommen habe, was ich geschafft habe und was ich mir eben für 2020 vornehme. Und ja, allgemein vielleicht ein Rückblick und allgemein ein Vorausblick, meine Vorhaben für 2020. Mal schauen, ob dafür auch noch ein Video übrig bleibt. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Weihnachtszeit und eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.